Alles klar. Aufnahme startet. So. Ich denke, ich bin jetzt bereit. Gestern ist mir viel hochgekommen, also viel bewusst geworden, habe viele neue Erkenntnisse gezogen, was es wirklich heißt, wahrhaftig sich selber zu lieben, wirklich wahrhaftig, in allen Bereichen. Und darum geht's heute. Diesem Videolog über Körperliebe, über Sexualität, über den Strukturanteil des Menschen, der physische Körper. Das ist erstmal das Thema. Wer die mich noch nicht erfasst haben oder wahrgenommen haben, mein Name ist Joshua, aka as known as Sungshom. Und ja, erstmal will ich eigentlich, nicht nur eigentlich, ich will erstmal zum Schöpferwissen-Team reden, sprechen, bevor ich das Thema anreiße, weil mir ist wieder klar geworden, du musst dir einfach was sagen. Ganz einfach. Du musst dir einfach was sagen. Ja, bei den anderen Beiträgen klingt es so, als ja, ich würde sagen, dass das einfach das Schöpferwissen ja jetzt nicht so der über Burner ist und ich hier, der, das ist jetzt keine große Sache. Nee, das ist es schon. Es ist eine große Sache. Es ist, wie ich gesagt habe, in meinem Blog, wo war das? Ja, Black Goo war das, oder? Ja, Black Goo. Sich selbst belügen, Black Goo. Beschreibe ich ja, dass das Schöpferwissen und das strukturierte Prinzip der Liebe essentiell ist, also lebenswichtig. Und das ist es auch, weil es ein Grundgerüst ist, für dich, für die Weiterentwicklung, damit du die Sachen benennen kannst, wie sie sind, ja, wie es ist, die Sachen einfach benennen. Du kannst dann unterscheiden, was was ist und dies und das, ja. Der Rest liegt da an dir, sozusagen. Die haben dir halt das Rüstzeug gegeben und damit musst du jetzt klarkommen, sozusagen, ja. Und, ja, und das betone ich immer wieder, dass das echt top ist, was Thomas, Julia, Heiko und Julian machen. Das Schöpferwissen-Team. Und ich will zu Ihnen sagen, ich schätze Sie sehr aus tiefstem Herzen, ja. Aus tiefstem Herzen. Und ja, es berührt mich natürlich wieder. ja, sind meine Brüder und Schwester. Das ist mir klar geworden. Ich hätte irgendwie Hemmungen gehabt, wie soll ich das sagen? Ich habe ja gesagt, ich will sie auflösen. Da ist noch irgendwas drin. Ich kannte es nicht sagen. Es liegt einfach daran, weil ich nicht ganz ehrlich war. Und ich kann sie erst als Bruder, als meine Geschwister nennen, wenn ich es ihnen sage. Also mache ich das jetzt. Ach, boah, wie soll ich das anfangen? Na, nee, es geht halt einfach darum, wie transportiere ich das am besten zu denen? Ja, ich war immer ein bisschen nah und habe das alles beobachtet. Und ich finde sie super klasse und die sind direkt überzeugend, leben ihre Wahrheit und einfach super, ja, wirklich leben ihre Überzeugung, ihr Standpunkt. Begegnen ihr Leben, begegnen sich. Und mir ist aufgefallen, irgendwas, wie soll ich sagen, Ernst, die Ernsthaftigkeit ist da sehr stark. Also, die haben Humor, klar, die Schauspieler und sowas, eine super Sache. Und die haben natürlich eine heftige Rolle, habe ich schon mal erwähnt. Die haben echt eine heftige Rolle und Respekt, wirklich Respekt an euch, in euch. Und das mag ich an euch, ja. Ich habe euch erkannt. Aber was ich euch sagen will, ist halt einfach, ich spüre in euch immer noch so eine gewisse Bissigkeit, Ernsthaftigkeit. Ich habe nicht gesehen, nicht viel gesehen, dass ihr über euch selber viel gelacht habt. Ja, ihr seid vielleicht ein anderer Typ, ja. Vielleicht ist es auch nur meine Wahrnehmung dort, diese Zeit. Ja, erstmal so dahingestellt. Aber das will ich euch sagen. Ihr lügt auf mich.
Auch alles, was so drumherum super ist, irgendwie, da ist noch irgendwas. Die Bissigkeit, die Ernsthaftigkeit. Was weiß ich. Wie gesagt, ich will jetzt da nicht was unterstellen. Ich wollte es schon euch immer sagen. Ja, es ist mir beim ersten Mal schon aufgefallen. Irgendwas. Die Sa sehen die Sache ziemlich ernst. Also wirklich ernst. Ja. Weil, wenn ihr vielleicht bald Beiträge von mir gesehen habt, ich bin da eher Kasper, Spaßvogel, wie man so nennen mag. Und ich mach dies und das, da, lach über mich die ganze Zeit eigentlich. Mach mich die ganze Zeit fertig. Man sieht richtig die Programme ablaufen und ich lache darüber, ich lache die ganze Zeit darüber. Ich hab halt das Lachen, genau, das Lachen ist bei euch irgendwie. Ja, was ist ihr irgendwie? Bei euch ist das Lachen vorhanden. Ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach noch eine gewisse, ein bisschen. Da ist auf jeden Fall irgendwas noch, ja. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist jetzt kein, man lernt ja miteinander, voneinander, voneinander und darum geht's. Dass ich jetzt die Eier in der Hose habe, das zu euch zu sagen, dass ihr bissig werdet und zu ernst. Alter, da gehört schon viel dazu. Ich muss schon sagen, euch das direkt zu sagen. Ja, ich bin jetzt da bereit dafür, das ist mir klar geworden. Deswegen habe ich euch nicht als Geschwister genannt, weil da noch irgendwie diese Offenheit fehlt für mich, also für meine Wahrnehmung. Ja. Ihr könnt es da im Raum stehen lassen. Ich habe ja gesagt, ist so scheißegal, was irgendjemand sagt. Wichtig ist, was du über dich denkst. Aber da fehlt halt einfach die Wärme, wie man sagt. Ihr habt eine grenzenlose Liebe, eine bedingungslose Liebe. Ich sehe das auch, ich weiß das auch, ich bin ja auch so. Aber diese Wärme, diese schöne Wärme einfach, nicht diese Bissigkeit. Vielleicht ist es auch ein anderes Wort. Ich kann es euch nicht sagen. Das ist jetzt mein Ausdruck dafür. Aber ich will es nur, dass ihr das wisst. Ja. Die Bissigkeit ist in euch. Ja, das mal zu euch, Schöpferwissen. Das wollte ich jetzt mal so sagen. Als nächstes ist halt dann, ich habe Feedback bekommen, dass ich, also meine Freundin, meine Muse, mein Engel, versteht mich voll und ganz. Und das finde ich schön, weil mir ist im Leben sehr viel widerfahren, dass mich nicht, man hat mich nicht verstanden. Man hat mich einfach nicht verstanden. Und es hat mich halt immer wieder getroffen. Weil ich rede ja eigentlich Deutsch. Ja? Ich rede doch Deutsch. Ich rede doch volle Sätze. Ja, okay, ich rede vielleicht abgehackt. Und erfasse und ja, wie der Thomas. Sie hat gesagt, ich bin ja wie der Thomas. Hat sie zu mir gesagt. Also vom Feedback. Ich kann nicht ganz mitfolgen, die Zusammenhänge nicht sehen. Ja, das ist Thomas und ich sind halt so. Ne? Die sehen halt viel, nehmen viel wahr und hauen es dann raus, so wie es kommt. Ganz intuitiv, ohne jetzt im Verstand zu sein. Ja, man merkt, bei mir ist es halt immer dann so, aber das verfliegt. Es wird immer weniger. Naja, zurückzukommen zu Feedback, dass ich ausländisch spreche. Ausländisch. Ja, okay, das hat mich auf erster Linie schon irgendwie getroffen. Weil ich will es ja irgendwie verständlich rüberbringen. Und ja, man muss es sich halt dann mehrmal ansehen, weil es ist ziemlich viel Input. Die Zusammenhänge zu erkennen ist natürlich nicht so leicht. Ich bin halt, ich verstehe jeden Menschen, wirklich jeden Menschen, jeden Psychopathen sogar, jedes Geisteskranken, aber ich lebe mich nicht da hinein, darum geht's. Ich lebe mich nicht da hinein. Und das merke ich einfach. Nee. Alter, ich bin schon wieder verstört, Entschuldigung. Ja. Das würde ich nur mal so klarstellen. Klar, ich verschlucke vielleicht ein paar Wörter, aber es wird nicht gescheit aufgenommen. Ich übe mich, ich lerne. Ich will ja, dass ihr mich versteht. Ja. Dass ich es euch transportieren kann. Eure Seele weiß das ja wieso. Doch. Euer Bewusstsein muss es verstehen. Euer Denken. Ja. Euer Geist. Naja, der Geist versteht es ja auch. Das ist so am Rande. Ja. Dann will ich nur was sagen. Was will ich noch sagen? Gibt's noch was?
Ja, ich sehe mal ein bisschen anders gekleidet, ne? Ohne jetzt Bettdecke. Ja. Nee, ich habe lange überlegt, wie ich das sagen soll. Also was heißt lange überlegt? Wie ich es transportieren soll. Ah, meine Geschichte. Meine Geistesgestörtheit, meine Verblödung, meine Verrohung, meine Bewusstseinsgestörtheit, weil es im Denken gestört ist. Also, ja. Da will ich euch was erzählen. Ein bisschen mehr Detail, nicht so tief, aber so, dass ihr vielleicht mal eine Ahnung habt, was ich eigentlich meine. Ich habe erzählt, dass ich von Softcore bis Foltersex alles, was drin zu jeden Scheiß hat eben. Wirklich jeden kranken Scheiß, was sich ein normaler Mensch sich nicht vorstellen kann, habe ich mir angeschaut. Bestiality, BDSM, Rape, also Vergewaltigung, Incest, Gangbang, Mindbreak, Mindcontrol, Tentacle, also Tentakel, Alienwesen und hier überall. Vergewaltigt bis zum geht nicht mehr, ja. Missbraucht bis zum geht nicht mehr. Schmerz, Lust, Folter. Ekstase, Rausch pur. Aber Verblödung. Übelst, übelste Verblödung. Und das habe ich halt, die Schiene habe ich durchlebt. Und dann, was hat erstmal Mann, Frau noch, so normal halt, leicht, ja. Leicht immer so, immer mehr Verblödung, weil die Ekstase einfach nicht mehr reicht, sich zu befriedigen. Man braucht halt immer einen härteren Stoff, man ist immer noch mehr blöder, noch mehr gestörter, weil die Gewohnheit einen dafür noch mehr öffnen lässt, noch mehr. Einfach verhoben. Und ich habe halt die ganze Schiene da durchlebt. Also, ja, straight, bi, transsexuelle. Ich hatte auch echt einen, sag mal, Peniskomplex, weil da ist viel größer entschieden und ich dachte, ich hätte einen kleinen Penis, ne? Selbstwertgefühl, Minderwertigkeitsgefühl hatte ich da gehabt und hat er für die Besessenheit, das war eine Besessenheit, unbedingt einen großen Schwanz zu haben, ganz ehrlich. Das war's. Viel Ausdauer zu haben. Echt. Völlig banal. Naja, das war so nur so am Rande. Und ja, seit dem 26. Dezember ist es weg. Weil ich erwähne ja oft meine liebe Freundin. Ich nenne sie jetzt Muse. Du habe ich hier schon ganz am Anfang genannt. Du bist meine Muse, mein Ansporn, mein Engel. Und das ist jetzt nur so ein Name. Ich werde ihr Name schon noch sagen. Ich werde noch was vortragen, aber nicht in diesem Video. Und ja, sie hat mir sehr geholfen. Ja. Zu erkennen. Was ich für einen Scheiß gemacht habe. Ja. Naja, zurückzukommen. Wir haben die Begegnung, fing es an, dann hat es plötzlich einfach aufgehört. Es war ja schon im Seelenplan vorhanden, dass wir uns begegnen. Ich habe mir auch tief innigst gewünscht, jemanden zu finden. Egal wie ich bin, ja. Mich so zu lieben, wie ich bin. Bedingungslos, grenzenlos. Wie man einfach mal auf die Fresse haut oder mir mal die Meinung sagt, ja. Damn, schon wieder den Verstand. Ja, ja und ich liebe sie über alles, wirklich. Das ist so ein schönes Gefühl, wenn man jemanden hat. Also, wie gesagt, nicht auf Abhängigkeitsbasis. Bedingungslos, grenzenlos. Geht über alles hinaus. Das ist eine innere Verbindung. Weil das im Seelenplan vorhanden ist. Wir gehen den Sinn weg. Ja, okay, ich sehe schon, Alter. Sorry, ey. Es ist nicht leicht. Ne? Ja, gut. Scheißegal, Mann. Ich muss das hier sagen. Ne? Bisschen mehr hier aufrecht und. Ja, gut. Zu kommen zur Körperliebe. Ich habe ja gezählt wegen meiner Gestörtheit, ich habe das geschaut und dies gesagt. Und ich habe erkannt, ich habe mir ja meinen Körper eigentlich in dem Sinne missbraucht. Ich habe ihn halt als Gegenstand benutzt, als Gegenstand angesehen, nur als
Befriedigungswerkzeug. Das war nicht richtig. Ja. Ich habe ihn vernachlässigt. Ich habe ihn einfach als Gegenstand benutzt. Nicht als Lebewesen, als liebendes Wesen. Ich habe zwar schon meinen Körper geliebt, sagen wir mal so. Und für ihn. Ich wollte einfach, dass es ihm gut geht. Aber wie gesagt, ich habe es mehr oder weniger unbewusst gemacht. Und dann ist es irgendwann in die Vergessenheit geraten, seit ich dem Schöpfer ein bisschen begegnet bin. Also wegen dem Schöpfenwissen, es liegt an mir. Liegt an mir. Weil ich war so geistig besessen. Geist, 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 Geist. Und habe dann den Körper total vernachlässigt. Ich habe ihn nicht mehr wahrgenommen. Ich habe mich selber nicht mehr wahrgenommen. Und durch meine Muse bin ich wieder, habe ich mich wieder wahrgenommen. Also mein Körper. Darum geht es jetzt. Über deine Körperliebe. Weil er gehört auch zu dir. Er gehört zu dir. Er ist dein bester Freund. Er lässt dich niemals im Stich. Er durchlebt alles, was du tun liebst. Er macht alles, was du willst, ja. Auch wenn er es nicht will. Und das ist eine grenzenlose Liebe. Bedingungslos. Er ist immer mit dir. Er lacht mit dir. Er weint mit dir. Und ja, gestern ist mir halt bewusst geworden. Ich soll sagen, meine Freundin, meine Muse hat es mir gesagt. Wie soll ich es sagen? Sie ist halt, es ist im Seelenplan vorhanden. Ich habe die ganze Scheiße durchlebt. Vom Softcore bis Folter6 und alles drum und dran, was nur an Absurdität strotzt. Nicht mehr überbieten kann. Okay, sowas wie Babyvergewaltigen, das, na. Das gibt im tiefsten Dark Web, also so weit bin ich jetzt nicht verblödet gewesen. Nein, danke, ich habe davon gehört, aber ey. Muss nicht sein, echt nicht. Das ist immer dasselbe. Naja, auf jeden Fall durch meine Verwirrung, meine Verblödung. Scheiße, jetzt ist schon wieder im Verstand. Sorry, ehrlich, es ist kein leichtes Thema für mich. Ich merke dir. Aber es muss raus. Weil es gibt viele von mir, also die sowas begegnet, also selber erlebt haben, im kleinen oder im großen Umfang, und da nicht wissen, wo. Ich will ihn dann nur transportieren, dass ich da rausgehen soll. Wie ich da rausgekommen bin. Okay, ich bin durch meinen Muse da rausgekommen, weil ich das wollte, tief. Und zurückzukommen, was ich eigentlich meinte, ich bin den Weg gegangen, ich habe die Schiene durchlebt. Weil ich das wollte. Es musste sein. Ich musste es durchleben. Es war ein Plan vorhanden. Sonst könnte ich nicht darüber reden. Sonst könnte ich das nicht aufzeigen, nicht aufdecken. Weil da liegt der Knackpunkt. Die Körperliebe, die Sexualität wird so missbraucht, so verdreht, wie alles halt verdreht ist, ne? Und da vernachlässigt man seinen Körper. Man missbraucht ihn, man hat eine falsche Interpretation. Das ist ja auch eine falsche Interpretation, was Liebe ist. Und die auch umgedreht. Das erzählt ja ihr Schöpferwissen auch. Das Schöpferwissen-Team ja. Erzählt das auch. Transportiert das auch. Ja, und wie gesagt, mir ist klar geworden, ich habe das durchlebt. Weil ich es durchleben musste. Und wollte. Damit ich es euch geben kann. Wer auch immer das sieht. Die Freundin, ein Freund, Familie oder sowas. Wenn ihr irgendjemand habt, wo ihr merkt, da ist irgendwas, ja. Hemmungen. Körperbeziehung oder irgendwie was gestört ist, das merkt man einfach. Wie bei mir. Da könnt ihr das sagen, dass da jemand ist, der ja nicht die Lösung weiß oder kennt, sondern der es weiß. Einfach weiß, was das für ein Scheiß ist. Und ja, das will ich euch sagen. Dass ich das erlebe. Ja, ich habe auch Audioaufnahmen genommen, da gehe ich auch drüber ein, kurz, dass man Sachen erlebt, erleben will, durchmachen muss, weil sonst einer muss ja anfangen. Ja, einer muss anfangen. Das geht gar nicht hier. Und so ist das. Und ich habe das so gemacht. Wie gesagt, und sie ist mir im Leben begegnet, weil wir das so ausgemacht haben.
Und sie holt mich ja jetzt da in dieser Scheiße wieder raus. Es geht ziemlich schnell bei mir, weil ich habe immer die Liebe gelebt. War immer attraktiv. Ja, ich habe mich zwar manipulieren lassen, suggerieren, aber ich war immer bei mir. Naja, erst mal so am Rande. Und sie hat mich, sie ist halt mein Coach, in dem Fall, zu Körperliebe und der Sexualität. Und ich mein Coach, meine Lehrerin, meine Freunde, meine Muse, mein Engel. Die hilft mir halt, wieder mich der aufzurappeln, mich wieder wahrzunehmen, als Körper, ne? Also ich rede jetzt nur über den Körper. Seele und so, Geist, alles. Habe ich bewusst wahrgenommen, habe ich wahrgenommen, auch mein Körper habe ich vernachlässigt. Und darum geht's halt. Ja, boah. Boah, ist das hart, ey. Okay. Ja, auf jeden Fall. Ist ganz interessant. Ich habe da auch Audioaufnahmen. Jetzt geht's endlich mal los, weil dieses. Ja, es ist halt, ich weiß nicht, wie ich es transportieren gehe, wie ich es verständlich sagen kann. Das ist irgendwie. Es wird schon ankommen. Naja, sie hat mir, wie gesagt, sie ist meine Muse und sie hat mir dann gesagt, was ich so fühle und ob ich mich selber wahrnehme. Hä? Was? Fragezeichen? Wahrnehmen? Habe ich Bedürfnisse? Hä? Oh, was? Bedürfnisse? Ich? Ich habe doch keine Bedürfnisse. Naja, auf jeden Fall konnte ich es wirklich nicht erkennen. Nicht sofort. Was sie von mir wollte, was sie meinte. Ich habe ihr halt gesagt, also ich war dann erregt. Ich habe mir ja sexuelle Energie gegeben. Ich habe mich natürlich davor gefürchtet, Angst, weil ich ja diese Schiene durchlebt habe. Das machte ich im Willen schwach und hast ein verdrehtes Bild von der Wirklichkeit, von Frauen, von dieser Sexualität, ja, von Körperliebe, also total falsches Bild. Benutze, siehst es da, wird es nur transportiert als Gegenstand, als Missbrauch, als, ja, Fick-Werkzeug, ja, Fick-Werkzeug, ja. Genau das ist es. Ja, gesagt, und die hat dann gesagt, küsst du dich selber? Wie? Ich küsse mich selber? Und mit der Zunge massieren? Hat die das jetzt wirklich gesagt? Ja, okay, so, so habe ich jetzt nicht reagiert, aber, nachhinein. Ja, dann habe ich das gemacht. Ich habe sofort gemacht. Habe mich ausgezogen, bitte nackt, saß auf dem Sofa. Ne? Habe mich vom Fuß bis zum Oberschenkel, also so weit wie es ging, weil mein Genital kann ich jetzt nicht küssen, also so flexibel bin ich jetzt auch nicht. Und wie gesagt, so groß ist er jetzt nicht. Ja, bin ich ganz ehrlich. Also proportional, mein Körper, würde ich mal sagen, ist es in der Norm. Scheiß drauf. Die Größe kommt es nicht drauf an. Echt nicht. Naja. Ja, auf jeden Fall habe ich es gemacht, habe mich geküsst, habe auch Aufnahmen, das könnt ihr dann im Blog auf Audioaufnahmen bei SC, also Sungshon, könnt ihr das dann anhören. Küsse ich mich, habe ich noch nie gemacht, ich musste so lachen. Ich dachte mir, abgefahren, hab nicht mehr gekriegt, ey. Ja, es ist eine Erfahrung und ich lache darüber, ich freue mich wirklich darüber. So muss es aussehen. Und ich sage, erobere dich selbst, bring über deinen eigenen Schatten. Tu es einfach. Denk nicht so viel nach. Lass die Gedanken los. Lass sie los. Wie gesagt, der Spruch von Thomas. Die stärkste Liebe. Stärkste Kraft der Liebe. Die stärkste Kraft im Universum ist die Liebe. Sie lässt alles entstehen, kann alles erschaffen und kann alles loslassen, was nicht zu uns gehört. Und so ist das mit Gedanken. Aber einfach die Abhängigkeiten, den Black Guru einfach loslassen. Ich meine nicht ignorieren oder zulassen, sondern loslassen. Es nicht weiter füttern. Ja, dann habe ich das gemacht und ich musste mich so lachen. Ich war glücklich, ja. Und ich habe mit meinem Körper kommuniziert, ja. Ich konnte es
spüren, ich konnte es hören. Nein, natürlich verziehen. Sorry. Nein, verziehen. Und was ist dann, ja, was, hatte sie was mit sich? Hatte ihren Durchbruch? Das ist ein anderes Thema. Vielleicht irgendwann sage ich mal was dazu. Und ja, aber ich hatte für mich alleine und konnte meinen Körper wirklich wahrnehmen. Wirklich wahrnehmen. War so eine schöne Liebe. Du hast dir wirklich für deinen Körper die Zeit genommen. Dich selber wahrgenommen. Liebe. Und da ist mir sofort klar geworden, du brauchst keinen Partner. Du brauchst eigentlich niemanden. Also im Sinne von weg von der Abhängigkeit. Weil du kannst dich selber erregen. Du kannst dich selber leben. Du hast den Körper. Der Körper ist bei dir. Das ist ein Lebewesen. Und er ist einfach dein Schatz. Er ist dein Schatz. Er ist deine Liebe. Er ist deine wahre Liebe. Ja, und wie gesagt, wenn du dich, deinen Körper selber nicht lieben kannst, wie sollst du andere Körper lieben? Also war, ist bei mir so gewesen. Ich habe mich ja gefürchtet, eigentlich vor Frauen. Ich habe schon gemacht, gemocht zum Umarmen und sowas, aber irgendwie hatte ich echt Hemmungen zu küssen oder irgendwie mal mit dir ins Bett zu gehen, wobei bei mir nie der Fall gewesen war. Ich habe ja keine Freundin. Der Drang war auch nicht da, der Verlangen war auch nicht da, weil ich wusste, man ist mit sich selber glücklich. Man muss mit sich selber glücklich sein, damit man überhaupt mit jemandem glücklich sein kann. Das war mir schon immer bewusst. Aber wie gesagt, durch diese Schiene, die ich gegangen bin mit der Pornografie, habe ich einen starken Willen gebraucht, und um das durchleben zu können. Ja, sie schreibt gerade. Boah, Alter, das ist das echt. Es befreit, aber boah, heavy, man, heavy. Du musst einfach raus. Du musst es wissen. Dass ihr niemanden braucht. Also kein Partner, diese Abhängigkeit. Das ist total Schwachsinn. Du bist den Körper, du bist den hier. Ja, hier und das hier. Das da. Hier. Fass die mal an. Nimm dich mal wahr. Küss dich, beiß dich. Keine Ahnung. Nimm für dich Zeit. Nicht wahr. Vernachlässige deinen Körper nicht. Weil es ist dein bester Freund. Er ist immer bei dir. Er ist ein lebendiges Wesen. Und wenn du ihn wahrnimmst, wenn du ihm die Liebe gibst, ja, und Worte sagst, wie ein Menschen hat, die Worte ihm gibst, die Liebe, wenn du ihn umarmst, ihn streichelst und wenn du einfach spürst, freut er sich. Freut er sich. Ja, das ist wahre Wahrnehmung. Du nimmst deinen Körper wahr, deinen Geist, deine Seele, dein Bewusstsein. Und dich als Schöpfer. Dich als Mensch. Das macht den Mensch aus. Und man sollte seinen Körper nicht vernachlässigen oder missbrauchen. Wie gesagt, er lebt, du liebst alles mit dir. Wirklich alles. Ob du jetzt dich voll fresst, Füllerei, den Körper total verschandelst, ihn zwingst, in Situation zu bringen, er macht alles mit. Ja. Aber das hat nichts mit Liebe zu tun. Du musst auf ihn hören. Wie du auf deine Seele hörst. Im Grunde genommen ist ja alles verbunden. Aber du musst es erkennen, dass du deinen Körper wahrnehmen musst. Du musst ihn wahrnehmen. Sonst bist du nicht vollständig. Bist du wirklich kein Schöpfer. Echt kein Schöpfer. Körper ist alles. Wie alles andere. Na gut, ich bin gerade. Ich schau mal kurz, ich lasse es so. Ich bin, wie gesagt, unverfälscht hier. Wir bekommen neue Impulse. Ja, lass mich nur kurz schauen. Meine Muse. Ja, ich wünsche euch alle so eine Begegnung. Ob das ist ein Freund, Freundin,
Familie, die dir bei dem Weg begleitet, mit dir geht, die hilft. Gut. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen, mein Stern. Ah. Guten Morgen, mein Stern. Ja. Guten Morgen. Ich mache gerade einen Videolog. Ah, es ist echt heavy. Ich sag's dir. Ah. Aber es wird schon. Weil nach der Hälfte oder irgendwie so, wenn ich warm gelaufen bin, dann geht's nur so ab. Ja gut, ich mache hier erstmal weiter. Wir hören uns. Gut, dann, ja, wenn du halt jemanden hast, egal wer es ist, wenn du wirklich jemanden hast, der mit dir durch alles geht, dein Körper geht sowieso, ja. Aber wenn du dann noch jemanden hast, einen Menschen, aber muss halt dafür reizen. Ja, okay. Lass mich mal kurz hier. Ich erfassen. Okay, ich weiß, es sind alles Puzzleteile und die Zusammenhänge sind schwer zu erkennen. Das ist für mich auch nicht so leicht, wie ich das jetzt strukturiert, würde ich mal sagen, wiedergebe. Ich würde es einfach nochmal wiederholen. Vielleicht etwas verständlich jetzt immer. Was mein Weg zur Körperliebe, zur Sexualität geführt hat. Und das muss ich machen, um wieder zurückzukommen zu mir, den Körper wahrzunehmen, was ich jetzt wirklich wahrnehme. Und ich habe wirklich geweint, Alter. Ich habe echt geweint. Boah, ja. Okay. Mein ganzes Leben bis zum 26. Dezember, bis ich meine Muse getroffen habe, wie es auch im Plan war, im Seelenplan. Ich rede nicht von Twin Flames oder Dualseelen. Das sind Begrifflichkeiten, kann man verwenden, aber ich verwende diese Scheiße nicht. Bin da ganz ehrlich. Ich gehe davon aus, dass jeder einen Plan hat. Und wir sind ja alle Bruder und Schwester. Also, so der Dreck. Naja, das war jetzt schon wieder von der Audioaufnahme von einer anderen. Na, also Kurzfassung. Ich habe ja meine Verrohung, meine Verblödung. Von Softcore-Sex bis Butter-Sex. Und alles, was noch dazugehört. Von Absurditäten bis, will sich keiner vorstellen. Echt nicht. Keine schöne Sache auf jeden Fall. Sehr gestört auf jeden Fall, verzerrt. Und ja, da habe ich halt mich immer beschissen gefühlt, habe meinen Körper missbraucht, habe eine falsche Liebe, die Liebe falsch verstanden, also die Körperliebe, die Sexualität falsch verstanden. Ich musste es durchleben, damit ich es euch sagen kann. Ja, euch sagen kann. Musste leiden, weil ich es euch sagen wollte. Einer muss den Anfang machen. Und es gibt viele da draußen, die da gefangen sind, in dieser virtuellen Matrix. Wie gesagt, das kann ich schon sagen. Ja, dann habe ich halt die lieben Menschen getroffen. Und wir, wisst ihr, wir gehen jetzt voll ab, ey. Es werden immer mehr von uns. Wir werden immer mehr erreichen. Wir machen einen Tanz der Liebesstürme. Ja, das ist ein Gedicht noch, die ich hier geschrieben habe. Drei Seiten. Tja. Wollte sie halt einfach. Und ich habe sie getan. Es ist halt bedingungslos. Ja. Naja, zurückzukommen, eine Kurzfassung von mir. Ja. Wie gesagt, sie wird mir wieder zeigen, wahrhaftig zeigen, die Möglichkeit zeigen, was Körperliebe, Sexualität bedeutet. Wahrhaft bedeutet. Nicht, was hier so abgeht. Nein. Was anderes. Ich bin auch auf dem Weg, deswegen bleib dran. Ja, aber das ist halt der Weg. Ich habe jetzt meinen Körper wahrgenommen. Und du bist halt, wie gesagt, nicht vollständig. Auch nicht vollständig, wenn du nur geistig im Kopf. Du musst Zeit für deinen Körper nehmen. Du musst Zeit für ihn nehmen. Du musst ihn wahrnehmen.
Küssen streicheln, küssen, beißen, halt, was er will. Liebe, Worte sagen. Ihm einfach wahrnehmen. Wirklich wahrnehmen. Ich kann das dir nicht be. Das ist eine Erfahrung, echt eine super Erfahrung. Das ist so, als würdest du wirklich eins sein, wirklich eins sein. Ja. Wirklich eins. Du liebst dich dann wirklich selber. Oh, nee. Ja. Oh, Küsse, Küsse. Ja. Ja, wie gesagt, das ist keine Verliebtheit, überhaupt nicht. Ich weiß ja, wie es ist, verliebt zu sein. An die Scheiße. Weil es ist kein Traum. Für mich ist es kein Traum. Wie gesagt, ich habe Audiospuren, das wiederhole ich das auch. Und ja, boah. Ja, ich denke, kommt so weit mit. Die Informationen sind ja da. Die wird sie schon verstehen. Wenn nicht, dann fragt mich einfach. Ich finde da einen Weg, mich zu fragen. Und dann weiter im Text. Ja. Energie, Energie, Energie. Gut, dann als ja, weil ich mich halt selber wahrgenommen habe. Ja, ich selber wahrgenommen habe. Fühle ich mich aber noch wohler als zuvor. Echt. Du fühlst dich, wie soll ich sagen, jetzt hat sie mir schon wieder was geschickt, fühlst dich wahr, echt, lebendig, in jedem Schritt, in jedem Moment, siehst du dich. Und du nimmst dich Zeit für dich, also nicht ganz schnell hier so, hier mal kurz, hier mal hier streicheln und so. Kann man schon machen, aber eigentlich mehr sanfter, ruhiger. Wirklich sich hingeben für dich selber. Hingeben. Also das heißt nicht, sich seine Kontrolle zu verlieren. Hingeben ist nicht Angst. Ja. Gibt zweierlei Dinge. Hingeben heißt für mich wahrhaftig, dich selbst zu lieben. Sich für diese Sache wahrhaftig wahrzunehmen. In diesem Moment. Sich hingeben für sich selber. Nicht so viel mit Gedanken machen, sondern einfach wahrnehmen. Wahrhaftig wahrnehmen. Ja, wenn man es nicht erfahren hat, also für mich ist es neu. Wie gesagt, ich bin auf dem Weg. Jetzt hier nur das, was ich jetzt erkannt habe und gesehen habe. Aber es ist ein sehr schönes Gefühl. Ja. Unbeschreiblich. Unbeschreiblich. Ist. Einfach schön. Naja. Das war erstmal über die. Wenn mir noch was einfällt oder was hochkommt, dann sage ich es euch. Aber jetzt im Moment. Ja, ihr seht, ich. Sie muss halt. Sie hat ja Urlaub gehabt, ein paar Tage, und jetzt muss ich heute arbeiten. Bin halt für sie da. Deswegen. Sorry, wenn es euch stört, ablenkt. Bin halt so. Ich nehme die Menschen wahr. Er ist mir wichtig. Weil ich mir wichtig bin. Ja, ich wünsche dir auch alles Liebe. Und dass alles gut geht. Bei der Arbeit. Ja, wir hören uns. Ich liebe dich ganz doll. Küsschen, Küsschen. Ach ja. Naja. Ja. Ist einfach eine innere Freude in mir. Da brauche ich ihn gar nicht, gar, gut genommen nichts sagen. Gar nichts sagen. Eine Freude. Ist ein Empfinden, eine Wahrnehmung. Ja, also ich hoffe, das kommt so auch vielleicht gut an oder auch nicht. Wie gesagt, es ist nicht leicht irgendwie.
Aber man muss irgendwo anfangen. Ja, man muss irgendwo anfangen. Und dann bekommt man die Erkenntnisse, die Erfahrung und dann ist man so. Ich merke das ja bei mir. Ob ich dann wirklich drin bin oder nicht. Also wirklich wahrhaftig hier Intuition. Alles raushauen. Oh. Ja, und ich sage euch. Nehmt euch selber wahr. Euer Körper, euer physischer Körper, nimmt den wahr. Hört hin, hört wirklich hin, wie die ganzen Zellen lebendig sind, wie sie tanzen, wie sie sich freuen, sich einfach freuen, dass du sie wahrnimmst. Und einfach für sie hingibst, einfach sie. Ja, das in Worte zu fassen, also man muss es selber erleben, erfahren, wirklich. Das ist nur der Anfang. Nur der Anfang. Ihr seht, ich bin ziemlich. Ja, also mein Körper er freut sich halt. Alter, ich meine echt viel. Boah. Ja, es ist halt, befreit auch. Ich will lachen. Befreit auch. Weil es ist, wie gesagt, ein Ausdruck deines Körpers, deiner Seele. Und ich bin halt einer, der weint. Ich kann natürlich auch meine Kontrolle verlieren, emotional werden. Aber ihr seht ja, ich habe mich ziemlich im Großen. Aber ihr sollt halt mich sehen, wie ich wirklich bin. Ja, macht die Erfahrung selber. Zu euch allen sage ich, nehmt mal wirklich Zeit für euch selber. Also für euer Körper. Nehmt ihn wahr. Nehmt ihn mal wahr. Versucht euch mal hier so zu berühren, ein bisschen zu massieren. Ja. Bisschen zu küssen. Ja. Merkt mal, was passiert. Alter, geht, ey, wir tanzen die Zellen, freuen sich, der Körper freut sich, echt, wirklich so, so lieb ist der Körper, er ist so lieb, er ist echt lieb, er ist so, oh. Ja, versucht das mal, also, was heißt, versucht, macht's einfach, wie banal es klingt, ich saß nackt auf der Couch, die Tür war offen, meine Mutter hätte reinkommen können und sie hätte, was geht ab, ja. Mir war scheißegal, ich habe mir gedacht, wir spähe ich ja doch lieber ab, weil wo sie reinkommt und ich sitze da splitternackt daher und küsse mich selber. Okay. Geht sie lieber wieder raus, hat sie nicht mehr wahrgenommen. Nee, sie ist nicht reingekommen, aber ihr wisst, was ich meine. Keine Angst haben. Scheißegal, wenn du jetzt nackt auf der Couch liegst, ich bin ja bei meiner Mutter. Ja, macht's einfach. Macht's einfach sofort. Ich sag ja immer, sofort handeln. Sofort zack. Ich bin halt einer, der über seinen Schatten springt, der seinen Schalter gleich, zack. Der sich selber, ja, fett, was heißt die fertig macht? Der sich selber sagt, hey, pass mal auf. Ja, ich bin ein Eroberer. Ein Eroberer. Meiner selbst. Wahrhaftiger Eroberer, der aufgewacht ist. Wahrhaftig aufgewacht ist. Kein Traum mehr ist. Ne? Fühlt sich echt an. Ich nehme meinen Körper wahr. Und
Ja, ich saß da, ich spielte nackt. Sorry. Ich saß spielte nackt auf der Couch. Hab mir so einen Arsch, meinen Arsch abgelackt. Ich habe ihn nicht mehr gekriegt, also. Ich habe mir da gedacht, wieso hat sie es mir nicht vorgesagt? Ich habe mich davor total klein gefühlt und mies gefühlt, weil sie anscheinend mehr weiß als ich. Also, sie hat gesagt, ich weiß mehr als du denkst. Ja. Da habe ich mich erstmal im ersten Moment. Okay, tut mir leid, ich wollte jetzt nicht so, ja. Dann hatte ich wieder Themen mit falschen Stolz. Ich habe das auch im Blog schon geschrieben. Am 7. Januar, gestern. Da habe ich gesagt, mein falscher Stolz, Fragezeichen. Nein, meine Willensstärke war schwach. Mein Wille war schwach. Ja. Es zu akzeptieren, dass es stimmt. Dass ich meinen Körper nicht wahrnehme, das war's. Dass ich meinen Körper benachteiligt habe, missbraucht habe. Ich war schwach, es zuzugeben. Zu mir ehrlich zu sein. Ja, und das ist es, ja. Ja. Ich müsste selber erfahren. Wieso, ey, so schön, echt schön. Vielleicht nenne ich das Teil 1, weil es ist ja erst der Beginn meiner Reise mit der Körperliebe und der Sexualität und mir selbst. Weil ich habe ja das nie erfahren. Wie gesagt, ich hätte keine Partnerin oder sowas. Also ich schaue da auch noch ein Bildschirm. Ich soll da schauen, zu euch. Ja, aber es geht ja auch um die Information. Und ja, das Licht ist auch ein bisschen störend, wenn ich da schaue. Jetzt, ich mache das bewusst. Ne? Oh, immer noch ein bisschen. Ja, genau. Also, einfach mal so etwas lockerer. Nicht im Verstand, ja. Ja, sorry. Oh, okay, schüttel den Gedanken. Ja, ich habe mich halt selber wahrgenommen. Und ich habe mir nicht gedacht, sich selber zu küssen oder zu lecken oder mit der Zunge zu massieren oder was auch immer. Zu euer Belieben. Aber also einfach sagen, richtig sich hingeben. Nicht mit Schmerzen, sondern sich hingeben. Und das ist mir klar geworden, dass ich schon wieder rausgefahren bin. Tätig. Gib mir eine Minute. Ja, ich weiß, es ist vielleicht störend für euch, aber wie gesagt, ich will nichts verstecken. Das bin ich. Alter, jetzt weiß ich nicht mehr, ich will jetzt zu viel Gedanken. Ja, genau, nicht so viel Gedanken. Genau, nicht so viel Gedanken machen. Zu denken, ey, das hört sich ja irgendwie abgefahren aus, an oder so. Habe ich gar nicht gedacht. Ja, ich habe es ja sofort gemacht. Ich bin so. Ich mache keine halben Sachen. Weil, wie soll ich sagen, ich bin halt out of the box. Ich bin halt offen. Ich bin sau offen. Und wie gesagt, ich bin ein Schöpfer. Ich bin ein Eroberer. Ich bin ein Eroberer. Meines Selbst. Conquer yourself. Springen wir dann Schatten. Springen über deinen Feind, über deine Programme, über deinen Dämon in dir. Den Black Goo, den Black Goo. Wie fahre ich einfach? Wie gesagt. Ja, eigentlich geht's schon um Thema Körperliebe, aber alles ist allgegenwärtig, alles ist miteinander verbunden und ich nehme so viel wahr. Das sind halt die Zusammenhänge, die du dann erkennst, wenn du es selber erfahren hast, sag ich mal so, wo du nicht mehr in Boxen denkst, in Räumen denkst, sondern
Allgegenwärtig denkst, grenzenlos, bedingungslos. Dann musst du mich mehr verstehen, denke ich. Aber ich bin einer, der setzt sich keine Grenzen. Weil ich habe so viele abgefahrene Sachen gesehen. Ey, wieso soll, verstehst du, dann ist das gar nichts. Eigentlich ist das gar nichts, was ich da schon angesehen habe. Ein Scheiß. Ein Scheiß. Und das ist wirklich wahrhaftig, also wirklich Liebe. Selbstliebe. Und ja, ich habe es nicht gedacht. Einfach dir keine Gedanken machen, so mach's einfach. Egal wie banal es jetzt sich anhört, oder du meinst, ich werde jetzt manipuliert oder aus Zauberhand hier, sie will mich hier dafür führen oder so ein Scheiß. Nein, das ist gar nicht. Klar kommen dann die Gedanken hoch, ey, warte mal, nicht alles ungeprüft reinlassen, sowas. Ja, klar. Aber wie gesagt, falls das wirklich so ist, dann fällt sowieso früh genug auf die Schnauze her. Ja. Wieso? Das war nicht der Fall. Ich weiß es ja. Du musst es wissen. Und sie will mir ja herausholen. Haben sie den Plan so ausgemacht. Aber wie gesagt, dein innerer Feind, du selbst, hältst dich immer wieder auf. Weil du die Grenzen setzt. Weil du nicht grenzenlos denkst. Weil du noch in Räumen denkst. Ja. Ich weiß, es gibt immer einen Raum, noch einen Raum. Aber ihr wisst, was ich meine. Allgegen. Überall bist du. Gibt's keine Grenze. Egal, was sagt. Deswegen verstehe ich ja jeden, weil ich ihn so lasse, wie er ist. Damit er sich entwickeln kann, damit er die Wahl hat. Aber wenn ich sage, du bist nicht wahrhaftig, was hat er da für eine Wahl? Also wenn er willensschwach ist. Ja klar, man kann sagen, ja, dies und das. Aber versteht ihr, was ich meine? Oder du dienst der dunklen Seite. Weißt, das ist so eine Aussage. Worte haben auch Macht. Das ist das Werkzeug für Täuschung, für Manipulation. Man kann es missbrauchen. Und wenn man sowas sagt, bist nicht wahrhaft, da gibst du von vornherein nicht die Wahl. Ja. Also du selber. Du hast immer die Wahl. Du kannst immer entscheiden, ey, Alter, was labert da? Nee, das stimmt gar nicht. Deswegen habe ich gesagt, im letzten Beitrag, was denkst du über dich selber? Was denkst du über dich? Nur über dich. Nicht, was der andere sagt. Das hängt ja alles zusammen, das ist alles nahe. Das in Worte zu fassen, ey. Wenn ihr das nicht versteht, das ist, ich verstehe es halt eben. Wie gesagt, man darf sich keine Grenzen setzen. Ich bin halt immer so einer gewesen, hey, hier ist ein Puzzleteil, da, du. Gesamtbild. Bin so. War schon immer so. Deswegen haben die meisten mich ja gar nicht verstanden. Ich habe mich dafür schlecht gefühlt, weil ich eigentlich kein, ich spreche Deutsch oder etwa nicht. Ich spreche Deutsch, okay, vielleicht artikuliere ich jetzt das nicht so genau oder wiederhole mich auch oder was. Ja, ihr seht das ja selber. Ich merke das ja selber. Aber es ist halt meine Ausdrucksweise. Ja. Und die ändert sich auch ständig. Nach jeder Erkenntnis, nach jeder Entwicklung. Ich vertraue mir selber und ich traue mich. Mich. Euch das zu geben. Ich muss hier ein bisschen mal. Hier. Ja, und das gebe ich euch so mit. Bin halt total in Liebe jetzt. Ey. Ich nehme mich voll wahr. Nehme mich voll wahr. Ich nehme mich so wahr. Sorry, wenn ich so leise rede. Ja, ich muss mich konzentrieren, aber versteht, wie mächtig das ist. Das ist, wie gesagt, für mich ist alles komplett neu und ein unbekanntes Terrain, das ich nicht kenne. Und das ist so, ach, ey. Ich wünsche es euch allen. Egal, ob du Mann, Frau, steht, also Mann oder Frau seid. Das ist auch nur eine Trennung, ja. Weil wir sind Menschen. Die sich selber erobern müssen. Wieder, wieder und wieder und ja. Immer wieder. Dann wird's aufgehen. Bis diese ganze kranke Scheiße weg ist, ja. Das ist der Weg. Und das sind natürlich Menschen wie wir. Genau. Die kommen von weit her, aus den Sternen, der Galaxie. Die hier aufräumen. Wortwörtlich aufräumen.
Sachen durchleben wollen, weil sie sich dafür entschieden haben, um das euch klarzumachen, was hier abgeht, sie daraus vielleicht Erkenntnisse zieht, Impulse bekommt, es wahrnimmt, was hier so abgeht und euch immer mehr erkennen, also euch mehr wahrnimmt als Zustand, als Einheit von Seele, Geist, physischen Körper, bewusster Denken. Das ergibt den Schöpfer. Das ist der Mensch. Das ist die Einheit. Und wie gesagt, wir sind da noch ein Teil vom ganzen Schöpfer. Es geht immer so weiter, weiter, aber brauche ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ja, wenn ich tief einatme, heißt es, dass ich wieder so einen Versuch hier bin. Ja. Ja, ich wiederhole mich, denke ich, nur eigentlich, aber deswegen denk grenzenlos. Denk grenzenlos. Nicht in Räume. Denk grenzenlos. Nicht so boxmäßig. Komm nicht weiter. Zzt, scheiße. Ja. Zzt, oben geht's auch nicht, unten geht's auch nicht. Ja. Denkt einfach nicht in Räume. Seid allgegenwärtig. Nehmt euch selber wahr. In jedem Moment. Ja, ich sag das jetzt so leicht. Ich habe ja diese Schiene durchlebt. Ja, damit ich es euch zeigen kann. Wie gesagt, meine liebe Muse und die Freundin von hier haben gesagt, ich habe echt Mut. Und ich habe mir gesagt, gedacht. Echt? Habe ich Mut? Echt Mut? Muss ich mal erstmal überlegen. Ich bin so. Aber gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, es stimmt. Da gehört viel Mut dazu, sich offen zu zeigen. Unverfälscht, authentisch, weil jeder sich fürchtet, was man für einen Blödsinn macht. Bestörtheiten hat, eben. Bewusstsein verzerrt ist. Man hat Angst, es zu zeigen. Weil man sich selber nicht liebt, eigentlich. Man, nicht nur eigentlich, man liebt sich nicht selber. Jemand liebt seine Seele nicht, seinen Geist, sein Bewusstsein, seinen Körper. Das ist nicht wahr. Und sich lieber der dunklen Seite hingibt. Also im Sinne von sich infizieren lassen vom Black Crew. Den Dämon. Weil es bequemer ist. Sich selber zu lieben, sich selber zu stellen, sich selber zu erobern. Das ist viel einfacher. Ja, echt hart, Mann. Ja, und was ich natürlich, wie gesagt, Programme denken, was denken die anderen? Aber wie gesagt, was denkt ihr über euch selber? Wirklich. Wirklich über euch selber. Nehmt euer Körper wahr. Nehmt alles wahr. Also euch selber. Nicht das, was außen ist, sondern ehrt euch selber. Nehmt euch Zeit. Ich bin ja aufgestanden, ich bin ja kurz vor 5 aufgestanden, habe die Audioaufnahmen gemacht. Mir ist das klar geworden. Aber das erzähle ich jetzt nicht hier oder zeige es vor, sondern ihr könnt es im Blog schauen. Ich nenne es, wie nenne ich das? Oh, der Gemeinschaft. Ich nenne es Gemeinschaft. Damit ihr wisst, was ihr anklicken müsst. Gemeinschaft. Weil ich rede über die Gemeinschaft. Überall, man ist nicht allein und so. Ja, das Thema ist echt. Wow. Ja, ich weiß, es ist nicht leicht. Vielleicht hat es einen Grund. Ja, ich brauche, denke ich, einfach mehr Erkenntnisse, mehr Erfahrung, bevor ich dann noch mehr rede. Also wie gesagt, nehmt euch selber wahr. Probiert es aus. Egal, ob ihr Mann oder Frau seid, wir sind Menschen. Wir sind Menschen. Eroberer. Eroberer. Die sich selbst erobern. Ja. Sich selbst wieder anziehen. Sich wieder aufrecht stehen wollen. Blöde. Nee, oh, tut mir leid. Ah, ich muss überhaupt gar nichts entschuldigen. Ich will euch unbedingt das sagen, was alles so hochgekommen ist, wisst ihr? Ich hab's ja davor schon alles gehabt. Ja, nein.
Nee, aber ich denke, das ist das, was ich sagen will. Sorry. Geht in euch. Stellt euch. Ah ja. Mir fällt ja jetzt noch was ein. Ich habe ja Blogantrag, weil mein falscher Stolz. Es hängt von der Windstärke ab. Alles endlich von der Selbstliebe. Selbstliebe. Sie wahrzunehmen. Alter, ich höre jetzt auf. Sorry, ey. Ich würde noch was anderes machen. Ich würde noch für meine Muse die 3 Seiten Gedichte vorlesen. Das hat sie sich gewünscht. Und vielleicht fällt mir dann auch noch was ein. Wie gesagt, das ist schon ein hartes Thema. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen aufgewühlt. Ja, ehrlich gesagt bin ich aufgewühlt. Freude, aber auch irgendwie zu viel. Ich will es euch mitteilen, aber irgendwie fasse ich es nicht so genau, weil ich zu viele Gedanken mache und das hängt mich dann schon wieder. Ich trinke mir meinen Tee, vielleicht wird es dann besser. Ja. Ah, shit, ist schon kalt. Ich hab's gleich, ja. Ja, cool. Ja. Ja, ich bin, denke ich, ich bin so, gerade im Moment, was für mich auch ein Durchbruch ist. Also, nimmst dich wahr. Wie gesagt, das muss man selber erfahren. Man muss mit seinem Körper sprechen. Wie du jede Zelle fühlst. Die Lebensenergie, die Lebensfreude, die Ewigkeit. Fühlst. 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 Ja, also schönes Gefühl, macht's einfach. Also, wie gesagt, Joe hat mir gesagt, einfach mal sich selber küssen. Wirklich für sich selber mal Zeit nehmen, sich hingeben für sich selber. Sich selber wahrnehmen. Wie gesagt, steil. Zu langsam mit der Hand, ja. Also, ja, man sieht das schlecht, scheiße, Bilder. Also, ich steh mal auf, gell? Ja, nee, lieber nicht, sieht scheiße aus. Ja, legt einfach eure Hand, Oberschenkel, Arm, was auch immer, vielleicht Arm, weil das sieht jeder besser. Und, wie soll ich sagen, schon bewusst, konzentriert darauf, einfach wahrnehmen. Einfach jede Zelle wahrnehmen. Mit der Hand. Nicht ganz schnell. Sondern wirklich wahrnehmen. Und du fühlst deinen Körper, du nimmst ihn wahr. Ist ja einfach genial. Und die Zellen freuen sich. Die Zellen freuen sich, Alter. Wie soll ich sagen, das ist wie. Wie gesagt, ich habe die Erfahrung mit dem Partner nicht gemacht. Ich hätte ja nie eine Freundin. Aber ich kann mir vorstellen, das ist so wie, wenn du einen lieben Menschen hast, den du von ganzem Herzen liebst, bedingungslos, grenzenlos. So fühlt es sich an. Nur ganz anders. Also wirklich. Echt top, Mann. Es ist ja, boah, einfach. Schön. Ja, einfach. Hier. Langsam. Über. Nimmst die Zelle wahr. Das ist die Wahrnehmung. Mich verhalte, das ist die Wahrnehmung. Über mich selber. Über den Körper.
eine schöne Erfahrung. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt oder so, sehen wir im zweiten Teil. Wie gesagt, ich habe so die Basics gesagt, wie ich das jetzt erkannt habe und so. Ja, ich höre jetzt mal auf, wirklich mal. Ich habe immer gesagt, ich höre jetzt auf, aber dann habe ich doch nicht aufgehört. Und dieses Mal denke ich, muss ich was anderes machen. Ist ja alles für mich so neu und ich bin so fasziniert. Ich bin da auch unkonzentriert, muss ich euch sagen. Ja, es ist schön, wie du deinen Körper hörst, wahrnimmst. Echt. Wie das Leben nur die Unendlichkeit, die Ewigkeit spürst. Das Universum, die Einheit, spürst alles. Bist alles. Ey. Okay, in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt. Ich komme. Ich denke, ich würde mit Sicherheit noch einen Videobeitrag machen. Aber erstmal geht es um meine Liebe, meine Muse. Ja. Gut, dann. Ah, das ist einfach nur klasse. Nur klasse. Ja gut, dann wünsche ich euch was. Wie gesagt, wenn ich ausländisch spreche, ausländisch, ausländisch, liegt einfach daran, dass ihr noch nicht grenzenlos denkt. Meine Meinung. Einfach nicht grenzenlos denkt. Noch in Räume. Noch in dieses 3D. Aber wie gesagt, das ist ein Weg. Ich nehme es niemandem übel. Das habe ich halt so mitgebracht. Habe ich so drauf. Sagen wir mal so. Irgendwann macht es dann Klick und dann. Aha! Der Aha-Effekt ist da und dann. Wow! Ey! Kommt, 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 kommt! Das da, das da, das da, das da. Ja, so geht es bei mir die ganze Zeit ab. Ey, jetzt bin ich wieder am Start. Na, ich höre jetzt nicht auf. Ja, ich muss immer so mal erstmal so verabschieden. Damn, damn. Dann geht's wieder weiter. Weil es geht immer weiter. Ich muss bloß mal abschließen. Deswegen sage ich einfach mal immer mal Tschüss oder jetzt nicht mehr oder. Ihr merkt das ja. Es geht ja immer weiter, aber es ist immer Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Ja, das wird ihr irgendwann mal schon verstehen, aber mein. Ja gut, dann soll ich dann noch erzählen über mich, über mich, über mich. Wer das sieht, ja, wenn wir mal genommen hat, würde ich nur sagen, seid ihr richtig, echt richtig bei mir. Weil ihr wollt was ändern, ihr wollt euch selber kennenlernen, ihr wollt euch selber wahrnehmen, in allen Facetten. Ihr wollt die Liebe spüren. Die warme Liebe, die unendliche, bedingungslose, grenzenlose Liebe. In allen Facetten. Wirklich bedingungslos. Und sich selber, für sich selber hingeben. Also wie gesagt, hingeben ist nicht Kontrolllosigkeit. Es kann zu Kontrolllosigkeit führen, weil, aber es liegt an dir. Ja. Du weißt ja, der Feind in dir, der Dämon, der will immer alles wegnehmen. Ist so logisch. Kann auch Hingabe betreten. Hingabe ist nichts Schlechtes. Hingeben, ja, über hingeben sollte ich mal. Das ist vielleicht nicht so verständlich. Wieso? Ich fange mal so an. Ich habe gesagt, so ganz groß und scherzmäßig eigentlich, ich aus einem anderen Planeten komme. Aber nee, das habe ich nicht gesagt, aus einem anderen Stern, aus einem anderen Galaxie. Es ist auch so. Ja. Ich sage es euch einfach mal. Bin hierher gekommen. Ja, um die Menschheit zu retten. Ey, genauso wie Thomas. Julia.
Heiko, Julian. Franzi, Olli, Andreas. Also Olli ist aka Andreas, ne? Welche? Mein Vater, Vater und ihre Freunde. Mein Brother. Mein Brother macht auch eine super Sache, ehrlich. Ja, die Menschen sind hier, also die, die ich jetzt kenne, die ich vielleicht nicht erwähnt habe, ne? Ihr wisst, wer ihr seid, was ihr über euch denkt, also brauche ich euch euren Namen jetzt nicht sagen. Also meine, natürlich, meine Muse muss dabei sein, eben. Und, ja, liebe Freunde, also auch meine Freunde, also die zweite, also immer die zweite. Ja, ich sage ihren Namen noch nicht, weil es wird schon kommen, ne? Dir. What is the good for absolute? Ja, ne. Er sieht ja schon wieder. Ja, was ist Hingabe? Wie es wird zu kommen, was ist Hingabe? Ja, von meinem Planeten her, keine Ahnung, wie es heißt. Ich weiß nur, dass ich von einer anderen Zivilisation stamme. Ist ja kein Geheimnis im Kommen, wir kommen ja alle irgendwo von irgendwo her, ne? Ja, was heißt die Hingabe? Hingabe ist. Sich se wahrhaftig selbst wahrzunehmen. Wirklich im Moment zu sein. Zu sein. Zu sein. Also. In der Einheit. Sich die, ein die Einheit zu fühlen. Von Seele, Geist, Körper, Bewusstsein, Schöpfung, die Einheit, die Gesamtheit zu fühlen, dich wahrzunehmen, dass du das Universum bist, dass du alles bist, dass du allgegenwärtig bist. Das ist für mich die Hingabe für sich selbst. Die Hingabe ist die Wahrnehmung im Jetzt. Ja, es ist, also ich verstehe das. Das sind halt die Worte, die ich so transportieren kann im Moment. Vielleicht kann ich es irgendwie mit anderen Beispielen sagen. Bei uns ist es halt, also wenn ich bei uns sage, oder wir, dann heißt es unser Volk, unsere Zivilisation, ja. Ich hab, da muss ich auch noch was sagen. Mit anderen Zivilisationen. Dass sie mich jagen können. Ja, ich wusste schon, dass es an der geht und das. Der Ruf ist so bad. Aber wie gesagt, ich bin einer, der nicht in einem Traum lebt. Ich wurde hypnotisiert, habe mich selber, also, hab mich selber hypnotisiert, war in selber Trance-Zustände, habe mir so Glückszustände verpasst und so weiter, New Age-Konzepte eben. Doch, ja, ich hatte immer irgendwas dagegen, wenn ein, jemand von außerhalb kommt und hier, hey, hier mal hier Späße macht. Das ist ausgerechnet, der hier mit Spaß rumtanzt. Ja, nee, ja, ich konnte mit den Gedanken gar nicht anfangen. Weil wir sind ja Menschen. Es geht ja nur um die, Me geht ja nur die Menschen was an. Ja, wie gesagt, es gibt halt andere Wesenheiten, die hier sind. Wie ich. Das kann ich von mir selber behaupten. Wie die Menschheit da ist. Sie hätten die Zivilisation hier. Du wirst halt einfach erfahren, weil, wie gesagt, ich bin ein Eroberer. Ein mächtiger Eroberer. Meines Selbst, meines Herzens. Ich selber. Ich bekämpfe Schlachten. Ich gewinne Schlachten. Also meine Schlacht. In mir. Deswegen bin ich hier. Um euch das mitzuteilen. Dass wir hier sind. Das klingt so strange. Ich weiß nicht, ob das Thomas da. Was? Jetzt flippt er total aus. Was? An der Zivilisation, an Planeten, Hilfe von außerhalb und so, bla bla bla. Ja, was heißt die Hilfe von außerhalb? Ich bin ja nicht außerhalb, ich bin ja hier, oder? Man sieht mich doch. Man nimmt mich wahr. Man erfasst mich. Ich dachte, die beobachten nur, ja? Habe ich immer gedacht. Aber ich beobachte ja nicht, ich bin ja hier, oder? Spricht ja für sich selbst heraus.
sich selbst herausschmecken. Nein. Ja, genau, das will ich nur sagen. Musste irgendwie, denke ich, sagen. Das muss jetzt raus, der Ding. Wie gesagt, wir sind nicht allein. Wir sind jetzt hier. Räumen hier richtig mal auf. Wir treffen uns immer mehr zusammen. Ja, als eine Gemeinschaft. Und wir werden uns begegnen. Es ist an der Zeit. Wir haben die Scheiße jetzt durchlebt, um das aufzudecken, aufzuzeigen. Und ja, euch ja nicht die Lösung zu geben, sondern einfach euch die Kenntnisse zu geben, zu sagen, aber das Wissen mitzuteilen, dass ihr das dann anwendet, für sich selber. Also nur angewandtes Wissen ist ja wahres Wissen. Mit angewandtes Wissen kommt die Weisheit, also die Erfahrung, die Erkenntnis, dass du es dann weitergeben kannst. Wie kann ich es so weitergeben, wie ich es jetzt weitergebe? Weil ich es einfach weitergebe. Nie, weil ich es erfahren habe, weil ich es erkannt habe. Weil ich es verstehe. Weil im Grunde genommen kann ich nichts sagen, wenn ich es nicht verstehe. Das kann ich schon. Aber wie gesagt, dann belüge ich mich selber und bin zu viel im Verstand und versuche dann hier die Puzzleteile mit dem Verstand aufzulösen. Ja. So geht's ab. Ja, das wollte ich mal so am Rande stellen. Dass ich auf jeden Fall von den Sternen komme. Also, das klingt so krass. Sorry, ich habe ein bisschen Thema, aber das muss mir mal raus. Wie gesagt, ihr seid nicht allein. Wir sind nicht allein. Wir gehen alle zusammen. Wir räumen jetzt auf. Die Kavallerie ist da. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Es geht die Post ab dieses Jahr. Dieses Jahr entscheidet alles. Das weiß ich. Ich bin hier. Der Plan. Das ist der Plan, man. Das ist der Plan, mein Freund. Frage ist klar, ne? Ja, vielleicht sollte ich mal selber mal so Fragen stellen. Mache ich doch schon ab und zu, aber was mit dem Plan? Der Schöpferplan. Der Menschenplan. Ich meine, bevor man hierher kommt, hat man ja doch einen Plan. Stellt euch die Frage, was euer Plan ist. Natürlich ist der Plan immer die Menschheit. Also Rettung der Menschheit. Diesen ganzen Dreckhaufen mal aufzuräumen und hier alles wieder zu verändern. Das Paradies zu schaffen, das in uns ist. Ja, rauszubringen. Boah. Ja, die Energie fließt mal wieder. Ja, ich bekomme halt immer neue Energie, wenn ich mich selber erobere, sag mal so. Die Wahrheit sage, die meine Ehrlichkeit, weil das hilft jedem. Wie gesagt, was in mir ist, das muss raus, muss zu euch. Zu euch fliegt daher. Na. Wow. Ja. Also da rede ich schon wieder so viel mehr. Viel mehr. Ja, wie gesagt, ich könnte tagelang darauf gehen. Das meiste Teil ist sowieso super. Information. Ich hätte ja sowieso fast nur über Kenntnisse, meine Erfahrung. Ja, und ich denke, das war wichtig zu sagen. Vielleicht haben die den Impuls, also das Schöpferwissensystem, das Impuls, das zu stehen. Genau die Stelle reicht hier vollkommen aus mit der anderen Zivilisation. Außerhalb von Hilfe. Irgendjemand wird uns retten. Ja. Es ist eine Rettungsaktion. Was ist denn das? Das ist nichts anderes. Und wie gesagt, ich bin, wir sind hier. Wir haben die Scheiße auch durchlebt. Also sogar ein Teil von euch. Ja, ein Teil von euch. Du kommst hier mal hier. Ja, es musste einfach raus. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie unser. Weißt, das muss ich noch erwähnen. Wenn ich sage, ich komme von einem anderen Stern, einem anderen Planeten, einer anderen Zivilisation. Das klingt irgendwie ziemlich abgefahren, ich weiß. Ich habe daran auch nicht geglaubt, ehrlich gesagt. Ich habe mich dagegen gesträubt. Ich würde es nicht akzeptieren. Weil ich hatte eigentlich einen Hass auf die. Weil die alles beobachten, aber nichts tun. Weil du es nicht siehst. Und es ist nicht wahr. Weil, kann sein, dass du auch dazu gehörst.
Also ich bin irgendwann außerhalb. Keine Ahnung, wenn es die Anunnaki, das Augenschlecht, nee. Biest oder künstliche Intelligenz oder was auch immer, was da ganz oben an der Spitze ist. So wie kein Mensch. Ich weiß doch, dass ich mächtiger bin als du. Also ich rede jetzt vom Auge. Ich herausfordere eben jetzt in dem Sinne nicht, weil ich mich selber kenne. Er hat ja keine Macht über mich. Ich habe meine Macht. Kann mir nichts anhaben. Also ich lasse es zu. Du weißt genau, dass wir viel mächtiger sind als auch immer das ist, eine Maschine, keine Ahnung, auch kein Mensch. Die Anunnaki und da. Bis jetzt habe ich keinen begegnet. Ich brauche die Erfahrung gar nicht. Weil in meinem Raum lasse ich sowas nicht zu. Habe ich lange Zeit nicht zugelassen, deswegen lebe ich ihn nicht in den Traum, sondern ja, es klingt echt abgefahren. Wir aus einem anderen Planeten und Zivilisationen aus einem anderen Stern. Ja, es gibt manche, die erzählen davon, aber sowas, kann selber nicht fassen, dass ich das von mir selber behaupte. Aber es ist so. Es ist echt so. Es ist echt so. Ja. Ich habe auch Sachen gesagt, dass ich dachte, aber ich lasse es zu. Ich mache mir nicht so viel Gedanken. Ich bin dann bloß total jungdicke, weil ich kenne mein inneres Wesen immer mehr. Ich sehe die Aufgabe endlich. Also ich bin jetzt wirklich aufgewacht. Ich sehe den Weg. Ich muss den in meinen Schleier in der Dunkelheit wandeln, um jetzt euch das mitteilen zu können. Weil sonst würde ich ja nur Weisheit. Dann hätte ich die Weisheit mit Löffeln gefressen. Hätte ich ja keine Ahnung, was hier abgeht. Kommt irgendeiner Typ, der her von außen kommt, ne? Und sagt uns, wie wir zu leben haben, sozusagen. Ja, wieso? Ich bin hier. Hab die Scheiße durchlebt und weiß, wie es ist. Ich weiß, wie es euch geht. Darum geht's hier. Die Erfahrung. Tat. Klar ist es. Neues Schöpferwissen. Niemals aufgeben, ne? Habt ihr auch ein Blut? Blut! Habt ihr auch ein Blut? Als Thomas es gesagt hat, bin ich wie tot. Naja, ich finde es halt interessant. Wo er gesagt hat, den Weltuntergang oder es ist vorbei oder was auch immer. So einen Gedanken lasse ich gar nicht zu. Echt. Okay, ich sag darüber vielleicht. Ich weiß es. Also ich weiß es nicht besser, aber ich weiß, dass das nicht so ist. Nicht kommen wird. Weil wir hier sind. Wie gesagt, die Zeit der Dunkelheit ist vorbei. Echt vorbei. Also ich rede jetzt nicht von Kali Yuga, goldenes Zeitalter, blablabla. Ja. Lasst es einfach alles weg. Ich rede jetzt nur darüber, dass wir hier sind. Und alles weiterkommt. Ja gut, dann denke ich, das war's wirklich. In diesem Sinne. Ich weiß, es klingt wirklich abgefahren, ey, Alter, out of space, habe ich auch immer gesagt. Out of space, was will denn der eigentlich? Was will denn der Typ? Der will uns sagen, wie wir leben sollen. Ey, der hat doch keine Ahnung. Er versteht mich. Ja gut, dann, es war so mal erstmal gesagt. Will ich noch für meine liebe Muge, meinen Engel, noch einen Beitrag machen. Schauen, vielleicht lese ich nur die Gedichte, ob das will sie. Das mache ich. Das ist ganz ein Dingslos. Da denke ich nicht, hey, die manipuliert mich jetzt, ey, ich bin beliebt, hey. Na, ist nicht so.
Wenn, dann falle ich wieso auf die Schnauze, aber das ist nicht so. Ich lebe nicht in einem Traum. Nicht mehr. Das ist vorbei. Das Ende. Ende im Gelände. Nein. Nicht mit mehr. Nicht mit mehr. Nicht mit mir. Es ist vorbei. Endgültig vorbei. Meine Freunde. Ich wachse so schnell. Ich falle immer wieder auf die. Psch, gehe immer wieder auf die Knie. Zu. Ja. Aber ich weiß, dass ich das selber bin. Und das ist mein Wille, ist meine Entscheidung. Meine Willensstärke ist entscheidend. Ich sag, wenn man da die Sache erfährt und durchzieht, was ich durchgezogen habe, dann ist man natürlich im Willen geschwächt. Weil sonst würde ich das ja nicht so raushauen können, wie ich es jetzt raushauen kann. Ganz logisch. Da bin ich ja nur ein Typ, der irgendwie davon redet, aber keine Ahnung hat. Aber ich habe eine Ahnung. Das will ich euch transportieren. Das will ich euch geben. Damn! Ich weiß nicht, ob ihr euch Dragon Ball angeschaut habt. Dragon Ball Z. Super Saiyan! Ich habe gesagt, ich hoffe, wir sind Themen Bissigkeit, Ernsthaftigkeit. Denkt mal darüber nach. Ich sage es nicht ohne Grund, wirklich nicht. Aber wie gesagt, ich habe gesagt, was denkst du über dich? Ja. Aber es ist nur mein Empfinden, meine Wahrnehmung. Was ich von Anfang an irgendwie gehabt hatte. Aber wie gesagt, ich hatte Angst, das euch zu sagen. Einfach Angst. Was man mich denkt, weil ich denke, ihr wisst es besser, weil ich schwach war, weil ich im Bild schwach war. Und jetzt kann ich es euch sagen. Wie gesagt, wir lernen miteinander. Wie gesagt, ihr seid auch nicht allwissend. Wir sind alle auf dem Weg. Ich bin auch nicht allwissend. Wir sind alle auf dem Weg. Alle ein bisschen mehr, dann ein bisschen wenig. In diesem Gebiet ist er mehr vertraut, zum Beispiel ich. Körperliebe und Sexualität habe ich eigentlich nie so viel am Hut gehabt. Und meine Freundin kennt sich da mehr aus und sie weiß, wie sie mich da wieder zur Norm bringen kann. Irgendwann mal so, weil wir das im Plan so ausgemacht haben. Wir jetzt beide. Meine Muse und ich. Katzen gesagt. Ja, wieso sagen? Ja. Wie gesagt, ich lebe den Moment, um sein zu starren, warum, warum, nein. Was was hätte. Ja, das will ich nur euch sagen. Ich habe ja gesagt, ich sehe euch. Beobachte euch. Keine Ahnung, warum ich das gesagt habe, weil ich einfach out of space bin. Ja, was ich auch sagen will, lacht. Lacht über alles. Was ihr auch tut. Ich habe es halt bloß nicht so wahrgenommen. Werde ich es schon verstehen, ja. Oder ihr sagt es mir auch bei eurem Beitrag. Wie gesagt, ich schau. Ja. Ich darf mich nicht fürchten. Ich habe keine Angst vor euch haben. Wozu denn Angst? Das bin ja nicht ich. Wer Angst hat, bin ja nicht ich. Nicht wirklich ich. Und der so viele Gedanken macht, bin ja auch nicht. Also. Who cares? Also, man kann sagen, hey, drauf geschissen. Wir sind nicht bissig, wir sind nicht ernst. Das heißt auch nicht, dass ihr reagiert oder so, sondern ihr wisst, was ihr über euch denkt. Und das ist wichtig. Nichts anderes. Eure Überzeugung. Und ich weiß, ihr habt eine heftige Rolle. Das habe ich schon gesagt. Das weiß ich. Aber ich habe das immer mit Humor gesehen. Also, ihr seht es auch mit Humor. Schauspielerei und sowas. Ja, mache ich doch auch. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich lachen. Ihr seht mich. Also wenn ihr mich gesehen habt, mich wahrgenommen habt, jetzt hier, nicht da, wo ich im Seminar war, das habe ich ja alles nur beobachtet und weil im Willen noch geschwächt, ja, es war noch nicht so weit, sich zu offenbaren, sage ich mal so, weil der Plan das noch nicht so beinhaltet hatte, ja, auch wenn man den Willen hat, sowas zu machen. Ja, mal so dahingestellt. Aber, ja, die Wärme, die dieses Lachen, dieses warme Lachen, dieses, ja, nicht dieses Face-Grinsen, ja, sondern echt frei, locker, flockig. Er musste gerade an Mario denken. Nickt. Nickt, der süß. Nee, ich verstehe ihn total. Ich verstehe ihn total. Aber ein Meister der Worte ist, was ich zu Timo gesagt habe,
mal dahingestellt. Aber ich verstehe. Ich sehe. Ja. Mir ist auch beschissen, ob du die Seite liest und bla 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 bla. Ich sehe den Kern. Ich lasse mich nicht täuschen. Natürlich, ich darf es nicht einfach reinlassen. Der anders. Sowieso. Weiß ich sowieso nicht so. Aber wie gesagt, jede Seele ist es wert, gerettet zu werden. Wenn nicht, dann stellen wir es halt wieder her. Keine große Sache. Also dann, in diesem Sinne, nimm es mir nicht übel, Schöpferwissen-Team, ja, nimm es mir echt nicht übel. Ich habe aber, es geht, ich will damit nur sagen, ich habe keine Angst mehr. Vor euch. Wie ganz ehrlich. Ich weiß nicht, warum ich Angst vor euch hatte. Weil ich über mich schlecht gedacht habe. Weil ich ein bisschen schwach war. Weil ich nicht wusste, was ich über mich denke. Und deswegen, was denkt ihr über euch? Nehmt ihr euch selber wahr? Nehmt ihr euch wirklich als Einheit wahr? Allgegenwärtig. Körper, Geist, Seele, Bewusstsein, Schöpfer. Ne? Das ist mir halt gestern klar geworden. Nochmal zu hinzuzufügen, ich wiederhole mich natürlich wieder, es wird schon wieder so lang. Weißt, ich kann mich den ganzen Tag anschauen. Den ganzen Tag. Die Zeit verfliegt wie im Fluge, was ich erzähle. Ich bin so natürlich so authentisch, dass ich, wow, was kommt da aus meinem Mund? Ey, irre. Ja, ich lasse es einfach zu. Nee, gut, dann. Ja, das ist halt, jetzt habe ich abgebrochen, nochmal zu wiederholen, ne? Ich selber wahrnehmen. Deinen eigenen Körper nicht. Ich hatte auch noch ein Bild, ich bin auch hier. Na, es ist schön, dich zu berühren und, also ich meine nicht, sie einen runterzuholen, ne? So weit bin ich nicht, ich sag nur, was ich jetzt erkannt habe. Hier, dann, hier, dein Freund, hier, dein lieber Freund, hier, was? Keinen Partner. Wie gesagt, du kannst einen Partner haben. Aber du musst als erste lernen, dich selber als Partner zu sehen, als Partner zu leben, sich als Partner zu erfahren. Also dein Körper ist der Partner. So, bildlich gesprochen. So vielleicht ist das Verständnis besser zu verstehen. Körper. Ist deine Muge. Muge. Gut, Spaß. Jetzt reicht's wirklich. Energie fließt nur. Na gut, nein. Denke, ich brauche nichts mehr sagen. Ich habe genug mich wiederholt. Ja. Wie gesagt, der nächste Beitrag geht dann über Katrin. Über meinen Engel. Über meine Muse. Ja. Wie gesagt, ich wünsche euch was. Und was alles, was ich sage, einfach mal so dahin stellen, im Raum stehen lassen. Mit euch. Okay, ja. Mit euch. Was denkst du über dich? Wirklich? Nimmst du dich wirklich wahr? Nimmst du dich als Einheit wahr, als allgegenwärtig? Liebst du deinen Körper? Also die Körperliebe? Ich höre so viel sagen, ich sehe so viel. Ja, ich habe keine Ruhe. Na, okay, ich mache mal erstmal hier einen Stopp und wünsche euch alles Liebe. Jetzt höre ich wirklich auf und wir sehen uns. Und wir sehen uns. Und wie gesagt, bin ja kurzsichtig.